Hallo Freunde, willkommen auf Bastler VOL Kanal. In diesem Film zeige ich euch, wie ich meinen Wandverteiler für automatische Gartenbewässerung gebaut habe. Die Anlage ist in eine Wasserspüle integriert. Als erstes erkläre ich die Funktion. Ich habe bei mir zwei Schaltkreise für automatische Bewässerung und einen Kreis für manuelle Bewässerung. Gesteuert wird es per WLAN-Steckleiste und SmartLife App. Schaut euch Film an, Gartenbewässerungssteuerung mit WLAN-Steckdosenleiste. Manuelle Bewässerungskreis ist ein autonomes Kreis, wo man einen Gartenschlauch an mehrere Stellen auf dem Grundstück über eine Wassersteckdose anschließen kann. Zwei automatische Kreise sind bei mir aus dem benötigten Wasserverbrauch und dem Druck entstanden. Wasserquelle ist Tiefgrundpumpe. Leitungen sind in der Garage verlegt. Mit meinem Erdbohrer habe ich quer unter dem Fundament in der Garage gebohrt. Zeitaufwand liegt hier unter einer Stunde. Abgesehen davon, dass wir das große Loch mit Minibagger ausgegraben haben. In der Garage Pflastersteine rausnehmen und Füllsand mit Schiebkarre aus der Garage rausbringen, 2 Stunden. Und dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. Leitungseingang 1¼ Zoll Verschraubungen, 40 mm PE-Ru. Aus dem einfachen Grund, die Tiefbrunnenpumpe hat diese Größe von Leitungen und Verschraubungen. Nach dem Kugelhahn wurde die Leitung reduziert auf 1 Zoll Verschraubungen. Es ist viel einfacher mit 1 Zoll Verschraubungen und mit 32 mm PE-Rohr zu arbeiten. Ich wollte aber nicht auf 3/4 Zoll und 25 mm zu reduzieren, wegen Druckverlust. Kugelhahn sollte am Anfang von der Anlage wegen Wasserfilterreinigung oder Austausch platziert werden. Pumpe wird über elektronischen Druckschalter geschaltet. Ich wollte keinen mechanischen Druckschalter verwenden, weil ich bei mir kein Ausdehnungsgefäß verwenden möchte. Damit gibt es nur Probleme. Ich habe bei mir den Wasserzähler eingebaut. Wollte nur zum Sommerende Wasserverbrauch kontrollieren. Magnetventil von Hunter. Paar wichtige Tipps und Infos dazu im Teil von Hunter Magnetventil. Vor jedem Schaltkreis habe ich Kugelhahn eingebaut. Im Winter kann ich alle Abzweige schließen und einmal im Monat die Pumpe laufen lassen. Es ist nicht verkehrt, hin und wieder solche Prozeduren durchzuführen. Alle mechanischen Teile bewegen sich, dadurch wird die Pumpe langlebiger. Außerdem kann ich im Winter den Rest von der Anlage nutzen. Nach oben geht eine Leitung für die Wasserspüle. Ich kann im Winter die Anlage ohne Bedenken nutzen, weil alle Leitungen außerhalb vom Frostbereich verbaut sind. An dieser Stelle ist ein Entlüftungsventil eingebaut. Vor Winteranfang entlufte ich alle Schaltkreise. Aufpassen mit dem Luftdruck. Wird empfohlen, den Luftdruck von 1,5 bar nicht zu übersteigen. Deswegen musste ich alle Schaltkreise getrennt durchlüften. Erklärung zur Funktion ist hiermit zu Ende. Weiter geht es um Entwurf und Zusammenstellung von ganzen Komponenten. Damit ich alles unter die Wasserspüle anpassen kann, habe ich das Projekt dreidimensional entworfen. Ich habe vorher noch nie mit Magnetventile, Wasserzähler oder überhaupt mit Verschraubungen diese Größe was zu tun gehabt. Vorher habe ich die Anlage grafisch dargestellt. Es ist hilfreich, Teile grafisch abzubilden. Benennungen und Links zu jedem Artikel zu speichern. Ändern sich die Voraussetzungen, so sieht man sofort ein unpassendes Teil. Microsoft Office OneNote 2007 macht es einfacher. Man kann die Komponente in einer Reihe sowie bei den grafischen Abbildungen platzieren. Ich habe die Grafik und Bestellliste mehrmals geändert. Das ganze Projekt habe ich in mehrere Bestellungen passend zu Arbeitsablauf aufgeteilt. Nicht zu viel bestellen. Bestellte Werte erreichen, um Versandkosten zu sparen. Einmal zu den Händlern. Teile, besonders Messing, günstig in Top-Qualität bei PVC-Welt erhältlich. Schaut euch mal das an, vergleichen lohnt es. So, nun komme ich zur Montage. Montageplatte ist aus Playwood-Platte gefertigt. Es ist sehr robust. Alternativ dazu gibt es Siebdruckplatte. Es ist einfacher, Teile an so eine Platte zu montieren, statt jedes Mal in Beton zu bohren. Bevor ich alle Komponenten mit Hand zusammengebaut habe, habe ich die Teile provisorisch zusammengeschraubt. Trotz meiner 3D-Darstellung habe ich mich an einer Stelle um 100 mm verhauen. Du merkst schon, dass ich am Anfang einen automatischen und einen manuellen Kreis geplant habe. Ich habe am Anfang mit zwei Kreisen gearbeitet. Mir fehlte 1,2 bar auf die Anlage. Ich wollte auf nichts verzichten, habe auf die Schnelle den dritten Kreis dran gearbeitet. Das heißt zwei automatischen und ein manueller Kreis. Montageanleitung im Video habe ich weiter bei zwei Kreisen belassen. Zum Anschauen, wie die Teile montiert werden, reicht es. Messingteile habe ich mit Hanf abgedichtet.
Messingteile mit Kunststoffteile habe ich mit Tangit abgedichtet. Man kann dafür auch Teflonband statt Tangit nehmen. Eingesperrtes Leitung habe ich noch in meiner Anlage. Sollte ich die Tiefbrunnenpumpenleitung, aus welchem Grund auch immer, nicht nutzen können, so kann ich die Gartenwasserzählerleitung aufmachen. Wichtig ist, beide Leitungen dürfen nicht zusammen benutzt werden. Bei mir stehen drei Speere im Wege und ein modifiziertes Mischer, der auf mechanische Weise nur für einen Kreis sich betätigen lässt. Weiter geht es ohne meinen Kommentar zur Montage von einzelnen Bauteilen. Vergessen Sie nicht, die anderen Videos zur Gartenbewässerung anzusehen. Ebenso liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal auf BastlerVL-Kanal.